Hey Sweeties, willkommen auf unserer Seite, auf der G-Family-Seite. Frohe Ostern wünsche ich euch. Dieses Jahr Ostern ein bisschen vermischt mit einer kleinen Babyshower. Genau in einem Monat ist es soweit. Die Kleine wird dann da sein und ich bin so happy, ich bin so aufgeregt. Und ich wollte euch zeigen, was ich alles geschenkt bekommen habe. Und im Anschluss von diesem Video hier zeige ich euch, wie Gloria unsere Ostersachen auspackt, unser Ostergeschenk ansieht. Das habe ich auch noch aufgenommen. Ich zeige euch jetzt, was ich bekommen habe. Oh mein Gott, da sind so süße Sachen dabei. Oh, wie süß. Waren wir mit den Mädels. Das war Gloria schon am Abend. Und hier ist Gloria und ich. Schwester gemacht. Und der Kuchen von gestern von Stefania. Oh mein Gott. Das sah so schön aus. Was ich euch auf jeden Fall in die Infobox auch reinpacke, und zwar von meiner Freundin die Instagram-Seite, wo sie solche Windeltorten macht. Sie macht die selber. Das ist wirklich alles durcheinander, weil ich gestern das ausgepackt habe. Aber das war auf so einer Platte und da war noch so ein Outfit und Schnulli und eine Schnullerkette auf dieser Platte drauf mit der Windeltorte zusammen, mit der Schnullerkette. Ich sehe gerade hier ihr Schnüffeltuch, richtig süß. Das passt zu dem Outfit, was mir Stefania mitgegeben hat, also geschenkt hat. Alles, was das Baby braucht, ist in diesem Körbchen. Hier habe ich so einen Schlafsack. Ärmel abmachen, also wenn es zu warm ist, und den Schlafsack so nutzen. Bei welcher Temperatur man das Baby wie anzieht, ist hier nochmal aufgelistet. Finde ich super. Bitte, wie süß ist das? Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Nuckschnulli, auch noch in weiß. Das habe ich schon in meine Kliniktasche gepackt. Richtig cute. Hier sind so Windeln drin und in der Mitte sind Sachen. Das ist so süß. Das ist so süß einfach. Söckchen. Man kann nie genug haben, glaubt mir. Das ist hier so für die Maxi-Cosi. Genau. Babyprodukte, die auf jeden Fall nützlich sind. Next. Das ist von meiner kleinen Schwester. Richtig süß. Sie hat das bei Gloria auch so genau so verpackt. Ja, da haben wir einmal eine Flasche. Wie süß ist das? Kann sie im Sommer direkt tragen mit ihren kleinen süßen Beinchen. Und die Oberteile. Und ich weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt, aber sie hat mitgedacht. Sie hatte nämlich Gloria zum Geburtstag sowas Ähnliches geholt. Also was die Shorts angeht. Aber das ist eins zu eins, was sie auch für Gloria geholt hat. Und sie meinte, dann können die im Sommer einen Partnerlook laufen. Und das ist wirklich so süß, dass sie da einfach mitgedacht hat. Erstmal die hier. Wie süß. Ich hatte solche ähnlichen für Glory auch. Schaut euch das an, wie cute. Also die Mütze. Also jeder, der mich kennt und jeder, der mich auch auf Instagram so verfolgt, weiß, wie verrückt ich nach Mützen bin bei Babys. Was mit dem Schnüffeltuch. Heißt das Schnüffeltuch? Spielzeug, Kuscheltier. Auf jeden Fall, was damit sehr gut zusammenpasst. Guckt euch das an, wie süß. Guckt euch an, wie süß das bitte ist. Schaut euch das an. Ich kann nicht mehr. Ist das nicht putzig, Weibchen? Oh, Baby. Ich kann nicht mehr abwarten, bis die Kleine da ist. Ich freue mich so sehr auf die Kleine. Handtuch dabei. Richtig süß. Tatsächlich habe ich noch kein Handtuch für die Kleine geholt. Was aber so Pflege angeht und Hygienartikel, das will ich alles neu haben und nicht von Gloria benutzen. Bin da ein bisschen pingelig. Das ist für den Maxi-Cosi. Wie schön ist der bitte? Der wird, oh mein Gott, ich bin so bescheuert. Mein Lippenstift jetzt hier gegengekommen. Oh, es geht ab. Es ist abgegangen. Es ist abgegangen. Wer hat jetzt genau in dem Moment Auge gemacht? Schaut euch das an, wie schön. Nur so Latina-Vibes. Because. Das meiste ist aus Portugal. Diese kleinen Schuhchen. Yes. Wie gesagt, es ist eigentlich noch viel, viel mehr.
Das ist das, was ich euch noch zeigen konnte und wollte. Auf die Kleine. Und wie ihr gesehen habt, haben wir auch schon einen Namen. Und zwar Georgina. Und ich freue mich so sehr, weil das einfach mit Gloria zusammenpasst. Und kommen wir jetzt auch zu Gloria. Sie packt nämlich jetzt gleich die Ostersachen aus.